Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch Marktplätze, auf denen ihr Sneaker verkaufen könnt, wenn ihr diese limitierte Sneaker gekauft habt. Genau. Wir fangen direkt mit der ersten Verkaufsplattform an. Das ist ganz basic erstmal eBay. Also ihr seht hier schon, hier sind ja ganz viele Angebote drin. Ich habe jetzt mal hier einen Schuh rausgesucht, der hat im Einkauf um die 200 gekostet. Und jetzt wird er hier für 260, 400, 219, 250 angeboten. Genau. Das ist schon mal der erste Marktplatz. Natürlich hat man hier das Problem bzw. das Risiko, oder das muss man mit einkalkulieren, weil man hat hier immer noch 10% eBay-Gebühren, wenn man hier auf dem Marktplatz verkauft. Dafür hat man natürlich auch eine sehr breite Kundenmasse, also es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die täglich eBay nutzen. Genau das muss man immer so zueinander abwägen. Dann zeige ich jetzt eine Plattform, die ist eher unbekannt, würde ich sagen. Wenn ihr noch nicht so in dem ganzen Thema Sneaker Reselling drin seid, dass die Plattform heißt StockX. Und ihr seht schon, das Ganze ist hier professioneller aufgebaut, sage ich jetzt mal, also sehr auf Schuhe und Mode bedacht. Also man kann hier wirklich mit dem Verkaufen und Kaufen, das ist ja wie Aktien sozusagen, wenn hier Schuhe gehandelt. Hier unten gibt es dann auch normalerweise, das sieht man jetzt ja gerade leider nicht, noch so ein Diagramm. Man sieht hier schon, vom ursprünglichen Einzelhandelspreis hat der Schuh 32% eine Wertsteigerung erfahren. Und ja, man kann hier sehr professionell an ein sehr zielgerichtetes Publikum verkaufen. Das Coole ist halt, dass man hier bieten kann und dann anbieten, aber man kann hier sozusagen, hier steht jetzt, hier ist ein Angebot drin für 329, wenn man den US-14 hat, und ich könnte jetzt hier draufklicken, wenn ich einen Schuh hier hätte, und der wird sofort verkauft. Hier ist auch nochmal wichtig auf der Plattform, man hat hier es sind 12,5% Gebühren, die man hier hat. In diesen Gebühren sind dann aber auch schon Lieferschein von UPS enthalten, eine Paketversicherung und die Prüfung des Schuhs. Also ihr schickt zuerst den Schuh zu dem StockX Versandlager sozusagen hin, dann wird da der Schuh überprüft, ob der echt ist, und wenn der echt ist, wird er dann zum Kunden weitergegeben. Das heißt, zum einen, wenn ihr hier drüber kaufen wollt, wisst ihr, dass ihr auf jeden Fall einen echten Schuh bekommt, und wenn ihr verkauft, habt ihr halt sage ich mal, ein sehr zielgerichtetes Publikum, eine sehr einfache Vermarktung des Schuhs. Und ja, also die Plattform würde ich empfehlen. Problem sind halt die 12,5%, aber die sollte man dann in seiner Preisstruktur mit einkalkulieren. Als letztes habe ich hier eBay Kleinanzeigen für heute rausgesucht. Ein sehr großer Vorteil ist, dass man bei eBay Kleinanzeigen keine Gebühren zahlt. Das ist sehr wichtig. Also man spart sich hier mal eben 10% oder wenn nicht sogar 12,5%. Aber ich könnte eBay Kleinanzeigen kann ich nur empfehlen, wenn ihr irgendwie in der Stadt wohnt oder so. Oder auf dem Land in der Nähe von der Stadt. Man hat, sage ich mal, ein sehr kleines Publikum, wenn man eher auf dem Land wohnt, sage ich mal, weil da halt nicht so viele Leute sind, die an Sneakern interessiert sind, wie in der Stadt zum Beispiel. In der Stadt ist das ja eher schon mal was größer als auf dem Land. Also da sollte man drauf achten. In der Stadt, sage ich mal, macht das Ganze sehr viel Sinn, mit auf eBay Kleinanzeigen zu verkaufen. Auf dem Land müsste man da eher mal gucken. Ich habe da noch nicht so groß die Erfolge drüber erzielt. Ich habe meine Sneaker bis jetzt alle über StockX verkauft. Geht am einfachsten. Man hat immer eigentlich Leute, die bieten. Also die Preise verändern sich eigentlich die ganze Zeit. Also nach fast jedem Schuh, den ich bis jetzt hier gesucht habe, ist eine Nachfrage da über die Plattform. Und das Ganze wird super easy über abgewickelt und alles. Also meine Empfehlung wäre StockX.
Aber wenn ihr, sag ich mal, den Schuh nicht sofort loswerden wollt oder was, dann würde ich erstmal probieren, das Ganze über Kleinanzeigen zu verkaufen, weil ihr euch da halt noch Gebühren spart sozusagen. Das war es jetzt erstmal für dieses Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.